sagen, es ist ein bisschen peinlich, dieses Video, weil dieses Postfach macht mich wahnsinnig. Also ich habe jetzt heute feststellen müssen, dass man mir eine falsche Postfachadresse gab. Es ist total grausam, es ist echt total blöd und mir ist es auch wirklich unangenehm, weil ich glaube, es haben auch schon ein paar Leute versucht, mir jetzt was zu schicken und das ist dann leider zu ihnen zurückgekommen und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, das tut mir auch echt total leid. Richtig, richtig scheiße gelaufen. Und zwar ist jetzt folgende Situation. Ich habe heute Morgen bei der Post angerufen, weil es mir komisch vorkam, dass diese Sachen nicht ankommen. Und mir hatte ja damals am Telefon, vor 4 Wochen damals, jemand von der Post gesagt, dass, weil ich habe nochmal erfragt, wisst ihr ja, ob das jetzt auch wirklich die Postfachadresse ist, ob das so richtig ist und alles. Ja, und am Telefon wurde mir dann gesagt, ja, sie haben die Adresse Chapati Dreads, Postfach 2037 49 und so weiter und so fort. Und dann eben nochmal eine Postleitzahl und den Ort. Ja, toll. Tolle Wurst. Der Mensch hat mir leider die falsche Postfachnummer genannt. Die ist nämlich gar nicht so lang. Das ist nämlich nur die 2037. Also, ich blende es euch jetzt hier unten gleich ein. Und zwar lautet mein Postfach jetzt wirklich ganz sicher und hundertprozentig versprochen. Mein Postfach lautet jetzt Chapati Dreads 2037. Ach, Postfach. Ihr seht, ich bin jetzt schon total durcheinander. Also nochmal: Chapati Dreads Postfach 2037 in 49501 Lotte. Das ist mein Postfach. Ich lasse es hier eingeblendet bis zum Ende des Videos. Bitte streicht diese andere Postfachnummer, diese lange, die da vorher war, und nehmt so, wie ich es jetzt hier in diesem Video erklärt habe und eingeblendet habe. Ich finde es echt richtig, richtig doof und richtig ätzend. Eigentlich hätte ich ein paar andere Wörter dafür auf Lager, aber ich sag sie nicht. Ja, und bitte, Leute, es tut mir leid, wenn euch irgendwas zurückgekommen ist, weil es nicht geklappt hat. Meine Schuld, mein Fehler. Es tut mir leid. Aber ich würde mich jetzt echt total freuen, wenn irgendwie jemand Lust hat, was zu basteln für den Wohnwagen, für die besagte Fanwand, die jetzt auch endlich mal in Arbeit ist. Und ja, ich hing da leider ein bisschen hinterher, weil ich im Moment so viele Dread-Termine habe. Und eigentlich nur am Häkeln bin. Am Häkeln, am Häkeln. Ich komme bei mir überhaupt nicht mehr zum Häkeln. Ich habe, auch, ihr seht ja auch meine Ansätze. Die sind ja jetzt auch schon wieder nicht mehr blond, sondern meine Haarfarbe wächst gerade nach. Dieses Straßenköterblond. Und ja, da bin ich jetzt im Moment nicht so gut zu gekommen, meine eigenen Haare zu häkeln. Aber am Wochenende wird es so passieren. Heute ist Mittwoch und dann werde ich Samstag loslegen damit. Ja, ansonsten, mein Mikropony ist auch, kommt langsam. Ihr seht es hier, ja. Es ist immer noch etwas lichte, aber ich arbeite dran. Ich habe ja gesagt, sobald das Wetter schön ist, habe ich wieder mein Mikropony. Ja. Sonst, ich bereite zurzeit noch ein bisschen den YouTube-Flohmarkt vor. Den ja sich jetzt einige gewünscht haben und da, ja, dafür sammle ich jetzt gerade so ein paar Sachen zusammen und suche das so aus und gucke, was ich da jetzt so gerne für haben möchte oder was ich überhaupt abgebe jetzt davon reell, wo ich meine, das könnte was für euch alle sein. So, ja, mal gucken. Heute habe ich übrigens vom Kleiderkreisel, da bin ich ja auch am Gange und gucke immer mal und kaufe gerne was. Da habe ich heute diese schöne Strickjacke bekommen. Da. Mit Kapuze. So, da. Und richtig schön bunt. Also hat mir gut gefallen. Die sieht jetzt auf dem Video nicht so flauschig aus, ist sie aber. Sieht man nur auf dem Video jetzt irgendwie gar nicht so. Die ist super weich, hat sogar 2 Taschen und ist schön lang. Und ach, und sie ist bunt. Und wenn man jetzt was Schwarzes drunter hat, habe ich gedacht, ja, schön. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ansonsten
Ja, dann kommt jetzt noch ein YouTube-Flohmarkt-Video in den nächsten Tagen. Und da wollte auch noch mal jemand noch mal wissen, wie Ansätze... Das war jetzt übrigens gar kein Vorwurf mit dem noch mal wissen, sondern... Weil ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, aber klar, nicht jeder guckt alle Videos von mir. Also es wurde noch mal gefragt, ob ich ein YouTube-Video machen kann bezüglich der Ansätze häkeln. Mache ich gerne, klar, gar kein Problem. Schreibt mir doch einfach mal bitte in die Kommentare, ob das generell auch noch so gewünscht wird. Ich mache es auch für die eine Person natürlich, kein Problem. Es wird ja sowieso, denke ich, irgendwie angeschaut, von daher. Aber schreibt mir doch mal rein, was ihr dazu sagt, ob ihr euch das auch nochmal wünschen würdet. Weil dann würde ich mir noch ein paar mehr Gedanken zu diesem Video machen auch und so. Und ja. 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 Ansonsten habe ich jetzt eigentlich nur dieses nach wie vor Problem mit meinen blonden Dreads. Ich wollte meine Umfrage starten, nämlich auch an euch. Meine Überlegung ist nämlich jetzt blond weg und dieses grau, taub, das ist so ein Taubton, so, aber schon mit grau, aber etwas heller, sowas. Und dann hatte ich entweder überlegt, alles. Oder vielleicht erstmal nur die Spitzen damit zu machen. Wie wir ja alle wissen, bin ich etwas sprunghaft. Wir wissen es ja auch alle bezüglich meiner Pony-Frisuren, die ich ja immer mal wieder versuche und dann nach 3 Tagen wieder wegmache. Also von daher, ich bin sehr unsicher und weiß da nicht, wie ich so, ob ich es überhaupt machen soll. Weil ich kenne mich. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich dann dahinter sitze und dann will ich es wieder blond haben. Weil es ist ja auch schon schön, ich mag es ja auch. Es geht mir eigentlich auch nur darum, vom Blondieren wegzukommen, weil ich finde es ja total furchtbar, wenn mein Ansatz zum Beispiel jetzt, stellt euch vor, der wäre so weit rausgewachsen. Das sähe doch total beschissen aus. Das sähe aus, als würde ich mich nicht drum kümmern oder das ist ungepflegt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So finde ich das immer. Naja, ihr könnt ja mal was dazu sagen, ob blond oder anders, ob ja oder nein. Und ja... Und schreibt nochmal bitte rein wegen des Videos bezüglich Ansätze häkeln. Ja, wie gesagt, das Postfach ist ja immer noch hier eingeblendet. Schaut es euch bitte an, notiert es euch und nehmt es mir bitte nicht übel, dass ich mich da jetzt so... Das war so ein Affentheater, es ist wirklich grauenvoll. Es tut mir auch echt leid. Ja, ihr Lieben, Asche auf mein Haupt. Das war mein Beitrag für heute. Ich hab euch lieb, alles Liebe, eure Chapati.